Vorteile von Windenergie sind vor allem, es ist erneuerbar. Man produziert vor allem bei schlechtem Wetter. 2/3 der Produktion wird im Winterhalbjahr gemacht. Und man kann es relativ einfach wieder rückbauen. Der Energiegehalt vom Wind nimmt mit der 3. Potenz zu. Das heisst, doppelte Windgeschwindigkeit, 8-fache Energie. Je höher am Boden, umso mehr Wind, weil wir am Boden bewuchs haben, wo der Wind bremst. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, dort wo die Windräder stehen. Und das hat im Winter immer so gezogen. Und uns hat es da interessiert, ja, wieso könnte man da nicht auch Windenergie nutzen für Eigenverbrauch, also für den Hof zu versorgen. Mein Name ist Roland Arecker, ich bin 45, bin Familienvater von 4 Kindern und betreibe hier die Windenergieanlage in Entlebuch. Das Potenzial in der Schweiz ist vor allem in den höheren Lagen, also Jura, Kreta, dort hat es gute Windverhältnisse. Oder in den Föntauern, dort hat man vor allem bei schönem Wetter einen Tagesgang. In der Energiestrategie 2050 hat man meinte 4 Terawattstunden Wind festgelegt, Zielsetzung. Das ist noch ein langer Horizont. Wir sind erst ganz am Anfang mit der Windenergie in der Schweiz. Die Hürde der Windenergie ist vor allem Bewilligungsverfahren einerseits. Aktuell wird wenig zugebaut. Das kann sich in den nächsten Jahren ändern. Ich sehe vor allem das Potenzial, dass die Anlagen immer leistungsfähiger werden. Aktuell versorgt die Windenergie in der Schweiz rund 30'000 Haushalte.